Das Kristallglanzhaus, das große Symbol für Magie und Freundschaft im Land Equestria. Benjamin Gordo is now live. Streaming My Little Pony, Amare Time by Adventure, Gordo TV. Über der Maritime-Bucht erhellen. Aber es gibt ein junges Pony, das immer bereit ist, uns allen zu helfen. Ich bin wach. Moment mal, wo sind denn alle? Auf der Main Street wegen des Maritime-Buchtags. Hitch wartet sicher schon auf mich, aber irgendwas stimmt nicht. Meine Tasche! Wo habe ich sie denn diesmal stehen lassen? Das Kaninchen hat sie mitgenommen. Wie frech. Vielleicht kann ich meine Erdmagie auf die Pflanze wirken. Mit meiner Erdpony-Magie kann ich Pflanzen und Blumen wachsen lassen. Drücke auf diesen Knopf, um sie zu verwenden. Springe darauf, um höhere Stellen zu erreichen. Mit meiner Erdpony-Magie kann ich... Aha! Ich muss nur diesen Punkt erreichen. So muss das sein. Toll angezogen und bereit zum Feiern. Das Kristallglanzhaus. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir an so einem magischen Ort leben. Was ist denn hier los? Flügel, du bist es! Wow, du bist ziemlich stark für einen Schmetterling. Warum warst du da gefangen? Tut mir leid, ich spreche kein Schmetterling. Folge dem Schmetterling, um deine nächsten Schritte zu finden. Ich glaube, sie will, dass ich ihr folge. Ich muss los! Huh?
Tada! Du bist noch hier? Wir sollten uns beeilen. Maritime-Bucht erwartet uns. Ich weiß. Hier geht's lang, richtig? So sieht es aus. Aber die Brücke ist zerstört. Wir könnten sie mit unseren Einhornkräften wiederverwerten. Ein Wiederverwert-Magie. Aber ich erinnere mich nicht, wo ich mein Werkzeug hingetan habe. Es sollte in der Nähe sein. Kannst du mir beim Suchen helfen? Schon dabei. Großartig. Fehlen noch zwei. Perfekt. Nur noch eins. Drücke auf diesen Knopf, um den Baum zu schütteln. Vergiss nicht, die Leckerbissen aufzusammeln. Jetzt habe ich alle. Und nun zurück zu Izzy. Vielen Dank, Sunny. Du bist eine Brückenretterin. Jetzt kannst du solche Tische immer wiederverwerten. Danke für deine Hilfe. Ich versuche immer noch, dieses Magie-Ding zu verstehen. Drücke auf diese Schaltfläche, wenn du ein Bastel... Fantastisch! Vor der Magie war alles viel schwieriger. Mit ein bisschen Kleber und Glitzer ist alles möglich. Oder sollte ich eher sagen, einfach alles? Ich sollte Hitch suchen, da ich ihn schon eine Weile habe warten lassen. Und Pünktlichkeit ist ihm wichtig. Da bist du ja! Ich hab dich überall gesucht! Du bist als Einzige noch übrig. Übrig? Übrig wofür? Um deine Fähigkeiten als Hirtin zu trainieren. Die neue größte Tradition am Maritime-Buchttag ist... der Kaninchenhirten-Klassiker! Muss das sein? Oh, die Kaninchen tun mir irgendwie leid. Die Kaninchen lieben es. Das sagen sie mir immer wieder. Siehst du? Na gut. Was muss ich tun? Also, einige Kaninchen sind zur Main Street weitergehoppelt. Drei Kaninchen werden noch vermisst, aber sie können nicht weit gekommen sein. Du musst sie für mich einfangen, ja? Sie hoppeln vor dir davon. Du musst ihnen also bis hierher nachjagen. Alles klar. Bin schon unterwegs. Tada! Ah!
gut gemacht, Sunny. Du bist wirklich eine gute Hirtin. Aber dazu gehört auch, dass sie gefüttert werden. Binde ein paar Möhren und komm zurück, bevor sie unruhig werden. Fantastisch! Vielleicht machen wir ja doch noch eine Kaninchenhirtin aus dir. Was meint ihr? Willkommen zum offiziellen Ausbildungslager für den Hirtenwettbewerb. Das Ziel ist einfach. Treibe die Kaninchen zu den Toren. Je mehr Kaninchen du zusammentreibst, desto mehr Punkte bekommst du. Und aufgepasst, der Torpfosten wird die Seiten wechseln. Bist du bereit, Kaninchen zusammenzutreiben? Okay, Kaninchenzeit! 3, 2, 1, los! Wohoho! Nicht schlecht, Sunny. Gar nicht schlecht. Dieses Jahr könnte ausnahmsweise mal spannend werden. Großartig! Main Street, auf geht's! Ja! Okay, aber erst muss ich alle Kisten wegbringen. Sollen wir ihm helfen? Nein, ich habe sie hergebracht und bring sie auch wieder weg. Ah! Ist schon okay. Er kann das gut. Willkommen in der Main Street, dem Herzen der Maritime-Bucht, Fohlen. Oh, willkommen, Ponys. Wollt ihr ein fabelhaftes Spektakel sehen?
Klar. Ja, wollen wir. Dann verpasst auf keinen Fall die Pip-Pip-Parade. Pip-Pip-Parade. Die ganze Stadt wird da sein. Ja, wir kommen und unterstützen euch. Ich bringe massenhaft Glitzer. Und ich habe ein eingängiges Lied geschrieben, super frisch, und das geht so. Klar, ich komme. Nur als Fan. Perfekt, dann sehen wir uns dort, Fohlen. Ich werde auch kommen und Deko basteln. Bis dann. Und ich werde am Eingang des Stadtparks Wache stehen. Sieht richtig schick aus, oder? Tada! Ich glaube nicht, dass sie mich dort reinlassen. Fantastisch! Töpfe und Samen! Schöne Blumen in allen Farben! Ich glaube nicht, dass sie mich dort reinlassen. Farbe! Die besten Farben in der Maritime-Bucht. Hey, wo willst du denn hin? Zur Pip-Pip-Parade! Sir? Falsche Antwort. Sunny Star Scout, stimmt's? Du bist automatisch an der Wings Flugakademie angemeldet. Du bist als geflügeltes Anfängerpony aufgeführt und musst so schnell wie möglich mit deiner Ausbildung beginnen. Aber ich bin sehr ungeübt im Fliegen. Tja, darum geht's doch, oder? Stimmt wohl. Zuerst musst du deine Fähigkeiten auf dem Boden mit einem Hindernisparcours testen. Sammle alle Kristalle schnell genug ein, um dir deine Flügel zu verdienen.
Bist du bereit, deine Fähigkeiten zu trainieren? Okay, ich meine, ja, Sir. Mhm. 3, 2, 1, los! Gut gemacht, Kadettin Star Scout. Du hast ja doch was drauf. Die hast du dir verdient. WINGS steht für das wunderbare Institut für natürliche gravitationslose Schwerelosigkeit. Cool, was? Pip, was stimmt nicht? Was nicht stimmt? Gar nichts stimmt! Meine schöne Plakatwand ist zerstört worden. So wird niemand zu meiner Aufführung kommen. Unerhört! Maritime-Bucht ist nicht sicher. Er würde so etwas tun. Es gibt da ein Pony, das versucht, die Veranstaltung zu verderben. Wir müssen ihn finden. Oder sie. Oder sie? Kein Pony darf unverdächtig sein. Irgendein Pony muss doch etwas gesehen haben. Ich möchte, dass du jedes einzelne Pony hier befragst. Ich werde herumfragen. Wir brauchen mehr Hinweise. Frag weiter. Mit langer blauer Mähne. Seidenstoff und Mode aus Bridalwood. Toll! Wer auch immer dafür verantwortlich ist, hat lila Fell. Smoothies! Fruchtige und leckere Smoothies! Die Fabrik ist geschlossen. Sie wird umgebaut. Verdächtigt wird ein Einhorn. Ich habe alle Hinweise. Ich muss mit Sprout sprechen. Großartige Detektivarbeit. Ein Einhorn mit lila Fell und langer blauer Mähne, meinst du? Ich denke, es ist klar, wer es war, Sunny. Nein, Izzy würde sowas niemals tun. Als Hilfs-Sheriff muss ich sie wohl verhaften. Nein, warte. Ich werde mit ihr reden. Du solltest sie besser finden, bevor ich es tue. Da hast du wohl recht. Ich muss sie finden. Hallo, Sunny. Ist der Maritime-Buchtag nicht absolut wunderbar? Tja, ein Pony hat sich an Pips Plakatwand zu schaffen gemacht. Oh nein, das ist ja furchtbar. Ich habe eine Idee. Wir könnten sie einwiederverwerten. Ja, das wird beweisen, dass du es nicht warst. Was nicht war? Nichts. Was brauchen wir? Wir brauchen Farbe. Viel pinke Farbe. Kannst du welche finden? Farbe? Schon dabei. Ha!
hallo. Suchst du Farbe? Ja, ich brauche viel pinke Farbe. Wunderbar. Und was hast du zum Tauschen? Tauschen? Es ist der Maritime-Buchtag. Geld ist nicht erlaubt. Nur tauschen. Schlecht fürs Geschäft, aber es hebt die Stimmung. Und was hättest du gern für die Farbe? Tja, früher wollte ich immer ein Pegasus-Wächter sein, wenn ich groß bin. Ein Geschäft zu betreiben ist toll, aber wenn ich doch nur einmal einen dieser coolen Wächterhelme aufsetzen könnte. Vielleicht kannst du mir ja einen besorgen. Ein Pegasus-Wächterhelm, also. Na gut, ich werde einen finden. Was? Mein Helm? Auf keinen Fall. Frag ein anderes Pony. Töpfe und Samen! Schöne Blumen in allen Farben! Was für ein fabelhaftes Kostüm darf es für dich sein? Ich suche nach einem Wächterhelm. Ein Wächterhelm? In der Tat eine ausgezeichnete Wahl. Ich habe einen, aber... Aber du möchtest ihn nur tauschen. Es ist der Maritime-Buchttag. Und ich wünsche mir nichts lieber als eine fabelhafte rote Blume. Eine fabelhafte rote Blume? Alles klar, die besorge ich dir. Ich glaube nicht, dass sie mich dort reinlassen. Du suchst nach einer roten Blume? Ich würde sie gegen alles tauschen. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich habe meine letzten weggetauscht. Aber ich habe in diese Töpfe Samen für rote Blumen gepflanzt. Ich könnte Magie einsetzen, damit sie schnell wachsen. Wenn das okay für dich ist. Mehr als okay. Bitte probier es aus. Fantastisch! Welch wunderschöne Blume! Hier, ein brandneuer Helm für dich, Schätzchen. Ich mag es, Sachen zu tauschen. Jetzt zum Farbenladen. Sieh sich einer diesen Helm an. Ich setze ihn mal auf. Sieht gut aus. Oder? Für Equestria! Ja, für Equestria. Ein Tausch ist ein Tausch. Hier hast du deine pinke Farbe. Perfekt. Jetzt können wir die Plakatwand in Ordnung bringen. Tausend Dank, Sunny. Alles für den Maritime-Buchtag. Ich warte bei Main Melody auf dich. Die Menge wird begeistert sein. Kommt alle Ponys, die Aufführung geht bald los. Hast du Izzy schon gefunden? Izzy hat nichts Illegales getan. Das wäre noch zu beweisen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Die angesagteste Mode vom Pegasus-Hügel. Huh.
Hast du herausgefunden, wer meine Plakatwand ruiniert hat? Nicht wirklich. Egal, jetzt sieht sie wieder schön aus. Nur das zählt. Sunny, die Menge ist da, aber etwas fehlt. Primrose, meine Ersatztänzerin. Es kann keine Tanzaufführung ohne Tänzer geben. Suchst du sie für mich? Klar. Wo soll ich nachsehen? Weiß nicht genau. Sie mag es, sich zu verstecken. Und Smoothies. Ich werde sie finden. Die Show muss weitergehen. Du kannst den Stadtpark erst betreten, wenn du das Abzeichen der Maritime-Bucht hast. In der Zwischenzeit braucht Pip Hilfe bei ihrer Aufführung. Hey, bist du es, Primrose? Oh, nein. Primrose ist verschwunden. Puff. Du bist es, Primrose. Ja, ich bin's. Aber ich kann nicht zur Aufführung. Warum denn? Stimmt etwas nicht? Naja, also, ich habe nichts Hübsches zum Anziehen. Daran liegt's? Ich finde etwas Passendes für dich. Das würdest du für mich tun? Ich brauche 3 Teile. 3? So gut wie erledigt. Smoothies! Fruchtige und leckere Smoothies! Dafür wirst du so viele Komplimente einheimsen. Kleidungsstücke für den Ponywalk kommen sofort. WINGS steht für das wunderbare Institut für natürliche gravitationslose Schwerelosigkeit. Cool, was? Kostüme für den Maritime-Buchtag. Kleide dich stylisch und leuchte. Smoothies! Fruchtige und leckere Smoothies! Hast du Izzy schon gefunden? Izzy hat nichts Illegales getan. Das wäre noch zu beweisen. Für Pips Aufführung. Ein sehr... Ich habe alles zusammen. Es wird Zeit, Primrose die Kleidung zu bringen. Oh, hast du alles? Ja. Jetzt kannst du bei der Aufführung auftreten. Aber ich kann nicht. Nein, ich kann einfach nicht. Was? Warum nicht? Na, was, wenn er sie nicht mag? Er? Wen meinst du? Hitch! Wen denn sonst? Er ist so lieb zu allen Ponys. So umsichtig. Einfach er selbst. Oh, ich verstehe. Aber Hitch interessiert sich nicht so sehr für Mode. Tut er nicht? Bist du dir sicher? Ja, der hütet lieber Kaninchen und so. Ich dachte, ich könnte ihn beeindrucken, wenn ich mich beim Ponywalk von meiner besten Seite zeige. Aber ich bin so schüchtern. Warum? Das solltest du nicht. Du bist perfekt, so wie du bist. Bin ich? Ja, du brauchst nur du selbst zu sein. Geh mal zu ihm und sag einfach Hallo. Ich weiß nicht, es würde mir leichter fallen, wenn ich einen Vorwand hätte, mit ihm zu reden. Was wäre, wenn du zufällig ein Smoothie übrig hättest? Das wäre wohl ein guter Vorwand. Er liebt Smoothies mit Kürbisgeschmack.
Kannst du mir so einen besorgen? Ja, ich bin dein Smoothie-Lieferant. Aber mein Smoothie-Wagen ist in der Werkstatt. Wo bekomme ich jetzt einen Smoothie her? Guten Tag. Die Kühlbox meines Smoothie-Wagens ist kaputt. Kannst du mir ein paar Smoothies geben? Du bekommst doch was dafür. Oh, natürlich, Sunny. Kein Problem. Was brauchst du? Großartig. 2 Smoothies mit Kürbisgeschmack, bitte. Oh nein, die bekomme ich nicht hin. Ich habe keine Kürbiscreme mehr. Bring mir ein paar Kürbisse und ich bereite welche zu. Großartig. Fehlen noch 2. Perfekt. Nur noch 1. Ich bin noch nicht fertig. Ich glaube nicht, dass sie mich dort reinlassen. Alle Kürbisse. Jetzt auf zum Smoothie-Händler. Ein Smoothie mit Kürbisgeschmack kommt sofort. Herzlichen Dank. Sind doch bloß Smoothies. Hab ich gern gemacht. Nein. Herzlichen Dank, dass du mich ermutigst, ich selbst zu sein. So bist du immer die beste Version von dir. Und vergiss nicht, er liebt Kaninchen. Kaninchen, ja. Kannst du Pip diese Kleidungsstücke bringen? Sie hat dafür sicher bessere Verwendung. Kein Problem. Sie kennt sich mit Mode aus. Kleidungsstücke, aber ich brauche eine Tänzerin für die Aufführung. Und jetzt soll ich eine Tänzerin für dich finden. Stimmt's? Nein, die perfekte Tänzerin steht direkt vor mir. Echt? Ich... Du wirst das Fabel... Es ist Showtime, Fohlen! Zieh dich um! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Liebe Fohlen, liebe Ponys! Willkommen zur Pip-Pip-Parade, der Maritime-Buchtag-Ausgabe. Als erstes müssen wir uns fein anziehen. Such dir im Menü das tollste Outfit aus. Drücke auf diesen Knopf, um es anzuziehen. Drücke auf diese Knöpfe oder bewege dich seitwärts, um die anderen Accessoires zu sehen. Drücke auf diesen Knopf, wenn du bereit bist zu leuchten.
3, 2, 1, los! Hey Sunny, tolle Moves! Ich hätte nicht gedacht, dass sowas in dir steckt. Ich genauso wenig. Du bist eine gute Tanzlehrerin. Als Zeichen der Wertschätzung bekommst du das. Das Abzeichen des Maritime-Buchtags. Jetzt kannst du in den Stadtpark gehen und die Kaninchen hüten. Der Maritime-Buchtag gefällt mir immer besser. Suche nach Magiespiegeln. Nutze sie mit diesem... Tut mir leid, Sunny, aber ohne das Abzeichen der Maritime-Bucht darfst du nicht in den Park. Der Hirtenwettbewerb wird sehr ernst genommen und ist offiziell. Finde einen magischen Spiegel und lege das Abzeichen an. Sieh dich an! Das Abzeichen der Maritime-Bucht. Du siehst aus, als wärst du bereit fürs Kaninchenhüten, oder? Gehen wir zum Stadtpark. Oh.
Es geht los! Alles bereit für den Hirten? Was? Geht es dir gut? Da! Meine Plakatwand! Sieht doch gar nicht schlimm aus. Schau, meine Zähne! Das ist Sabotage! Wir brauchen Detektivarbeit, oder? Wer ist so scharf drauf, den Maritime-Buchtag zu sabotieren? Oh, habe ich Detektivarbeit gehört? Das ist super! Ich war auf der Detektivschule! Solltest du nicht an der Fluguniversität sein? Alle Ponys stehen einfach nur in der Sonne rum. Und wir müssen Zeugen finden, was viel lustiger ist. Frag herum, ein Pony hat sicher was gesehen. Okay, ich untersuche das. Wir brauchen mehr Hinweise. Frag weiter. Das Obst ist in dieser Jahreszeit besonders lecker. Eine kurze rote und blaue Mähne. Ein Pony muss die Plakatwand wieder in Ordnung bringen. Zum Wohle der Kaninchen. Kürbisse! Schmecken lecker und eignen sich zum Schmücken! Der Verdächtige hat strahlend weißes Fell. Das muss ein Pegasus gewesen sein. Seltsam. Die Hinweise haben wir, aber... Wir haben alle Hinweise. Perfekt. Aber die Beschreibung... Du warst es, Sip. Ich war doch gar nicht hier. Aha. Pegasi können ganz einfach vom Tatort wegfliegen. Ich muss dich wohl leider verhaften. Nein, wirst du nicht. Tut mir leid. Ach, Verbrecher auf freiem Fuß. Wir müssen Maritime Bucht vor weiteren Angriffen schützen. Ich werde die Bürger vor der drohenden Gefahr warnen. Irgendwas stimmt da nicht. Warum sollten meine Freunde so etwas tun? Ich sollte mich wohl um diese Plakatwand kümmern. Das Obst ist in dieser Jahreszeit besonders lecker. Das Obst ist in dieser Jahreszeit besonders lecker. Kürbisse! Schmecken lecker und eignen sich zum Schmücken! Oh.
Das Obst ist in dieser Jahreszeit besonders lecker. Kürbisse! Schmecken lecker und eignen sich zum Schmücken! Irgendwie gefallen mir die Hörner an Hitch. Sehr künstlerisch. Ja, wir sollten es wohl ein wiederverwerten. Wirklich? Ja. Was brauchen wir? Ein wenig gelbe Farbe wäre ein guter Anfang. Okay, ich besorge welche. Gelbe Farbe? Wir könnten etwas tauschen, ja. Ich mache einen Obstsalat. Dafür benötige ich noch einige Zutaten. Was brauchst du? Kannst du mir Äpfel und Birnen holen? Mach ich. Ja! Großartig. Fast fertig. Kürbisse! Schmecken lecker und eignen sich zum Schmücken. Ich muss Hitch helfen, seine gar nicht schlimm aussehende Plakatwand wieder in Ordnung zu bringen. Super. Und jetzt zum Farbenladen. Schönes Obst. Und nun das Wichtigste. Einen großen Kürbis, um alles miteinander zu mischen. Einen wirklich großen. Kein Problem. Ein Riesenkürbis also.